Hey ho meine Lieben, heute gibt's wieder mal was ganz was Leckeres. Und zwar machen wir Köttbula zusammen. Ja, mit Kartoffeln. Kartoffeln was? Kartoffelbrei. Ich hab da was für dich. Was soll ich damit? Ja, mir zeigen, wie man Kartoffelbrei macht. Ja, warum denn nicht? Ja. Ganz einfach. Genau. Und natürlich Soße, Rahmsoße glaube ich dazu. Köttbullar-Soße, ja, genau. Ja, und Preiselbeeren, genau. Und das Ganze machen wir drüben in der kleinen, aber feinen Küche. Attacke! Angefangen wird natürlich mit Kartoffelkochen. Das überlasse ich dir, weil ich stehe mit den Dingern immer noch auf Kriegsfuß. Können wir gerne machen. Ja, und danach geht es weiter. Genau. So, wir machen hier dann weiter. Da haben wir noch schön frische Petersilie. Die kommt da gleich auch mit rein ins Küchenmoped. Möchtest du uns jetzt was noch dazu sagen? Ja, wir machen jetzt die Köttbullar-Bällchen. Köttbullar. Köttbullar, genau. So sagt man, glaube ich. Doch, eigentlich Köttbullar, genau. Ja. Frisches Hackfleisch, eingeweichte Toastbrot. In Milch eingeweicht? Genau. Bitternight gewürzt hinterher mit Salz und Pfeffer. Genau. Ja. Und die Zwiebeln klein schneiden und Feuer ein bisschen anrösten. Ah, das kommt dann auch mit zum Hackfleisch dazu. Da tun wir gleich ein bisschen Petersilie mit rein. Können wir alles da rein tun eigentlich? Ja. Rupf, rupf und schmeiß und hast du nicht gesehen. Ja. Bitteschön. Reicht das? Ja, eigentlich schon, gell? Ja. Ich kann da ja noch mehr reinschmeißen. Ja, das reicht, glaube ich. Kräftig viel, kräftig. Ja. Gut. Sollte reichen. Ja. Genau. Damit gehen wir jetzt zum Herd und tun das jetzt, die Zwiebeln in der Pfanne anrösten. So, ich habe noch eine Zwiebel dazu getan, weil es doch sehr wenig aussah. So, jetzt machen wir die Zwiebeln zum Hackfleisch. Mit der Gabel in der Edelstahlschüssel. Mecker, mecker, goscher, goscher. Ja. Was können wir denn jetzt? Dreh dich mal um. Weiter umdrehen, geradeaus. Ah, jawohl! Ja, genau. Das Entschuldigung! Macht glaube ich, mehr Sinn. Ja, das glaube ich auch. Ja. Nett gesehen. Natürlich das Toastbrot dann ein bisschen ausdrücken noch, ist ja ganz klar. Dann kommt das Ei noch mit hinein. Du hast es aber schon öfters so gemacht in der Küche, oder? Was? Sieht gut aus. Was habe ich öfters gemacht, mein Schatz? In der Küche gearbeitet. Ja. Jetzt wird das Hackfleisch, die Zwiebeln fein zusammengematscht. Jo, schön verkneten und dann noch mit Salz und Pfeffer würzen. Abschmecken. Also ich hätte gesagt, abschmecken. Das Hackfleisch haben wir jetzt gemischt und gewürzt. Und jetzt werden kleine Bällchen gemacht und die werden dann schön in der Pfanne eingebraten. Gut. Na dann legen wir mal los hier. Ja. So, hier werden jetzt die Köttbullar schön eingebraten. Ganz durch müssen sie ja nicht werden, weil die kommen ja dann noch in die Soße mit rein. Sind die Kartoffeln eigentlich jetzt schon gekocht? Nein, die sind noch nicht gekocht, mein Schatz. Die kommt ganz zum Schluss. Alles klar, alles klar. Ich lasse mich weiterhin überraschen. Hey, 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 wie kannst du hier weitermachen ohne Bio? Ja, das kann ich. Ja? Wenn man mit ganz anderen beschäftigt ist. Tut mir leid, wenn ich gerade mit Bambi Plattfuß kommuniziert habe. Ja, ist ja habe. Alles in Ordnung, mein Schatz. Also du machst jetzt eine Mehlschwitze. Genau. Wieder.
Oh, die muss ja ein bisschen dunkler sein, weil es eine dunkle Soße ist. Deswegen rüste ich das ein bisschen an. Okay. Was ist da jetzt alles reingekommen? Nur Mehl. Nur Mehl und Flüssigkeit? Das kommt jetzt gleich. Ja, mit nur Mehl sieht es aber nicht so aus. Das war der Bratensatz von wo ich die Hackbällchen gemacht habe. Okay. Mit der Butter, mit Butterschmalz, genau. Okay, okay. Und Zwiebeln sind ja hier noch ein bisschen drin. Genau, das meinte ich ja. Hier ist Rinderbrühe. Ja. Und dann wird es, kommt noch die Sahne dazu. Okay. Engelchen? Ja, mein Schatz. Weißt du, in der Vergangenheit durfte ich ja nie zeigen, wie man Soße gemacht hat oder so. Ach so, wusste ich nicht. Ja, es war verboten. Ach, das war verboten? Warum das denn? Ich durfte einfach nicht. Ich habe damit kein Problem. Gut. Bisschen noch. Also, um das Video zu verkürzen, das wird nachher mit dem Braten, mit der Rinderbrühe aufgegossen, dann die Sahne dazu. Und dann noch abgeschmeckt mit Pfeffer. Okay. Und Salz, wenn da noch was dazu passt. Und dann kommen die Hackbällchen wieder mit rein. In die Soße, genau. Gut, dann würde ich mal sagen, lassen wir sie soweit weitermachen und kommen dann wieder dazu, wenn es dann mit dem Kartoffelpü weitergeht. Ach, die Kartoffel muss ich jetzt auch noch anstellen, stimmt ja. Ja, richtig. Gut. Ja, ein bisschen hell geworden, die Soße. Ja, doch keine dunkle Soße. Nee. Ist egal, schmecken muss sie. Ich esse das auch gerne mit einer helleren Soße, also gar kein Thema. Trotzdem. Oh. Also ich habe damit jetzt absolut gar kein Problem. Ja, meine Güte. Und, schmeckt? Muss halt ein bisschen abgeschmeckt werden. Gut. So, die Fleischboller sind mittlerweile auch da reingekommen. Sieht das lecker aus. Muss halt ein bisschen abgeschmeckt werden. Ja, 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 ist ja kein Thema. Ist ja kein Thema. Lass mich doch einfach mal probieren. Ein bisschen abschmecken noch. Mit Pfeffer und Salz. Ja, jetzt hast du dir alles auf den auf deine Brille gekippt. So viel abschmecken muss man da gar nicht. Noch ein bisschen noch. Noch ein bisschen. Aber Brille ist wieder sauber. So, mein Schatz, ich mache jetzt Kartoffelbrei. Okay, mein Engelchen, ich habe da mal was. Ich habe da mal was von Kartoffelkleister gehört. Ja, wenn man so lange matscht, die Kartoffeln. Ach so. Dann werden die so schleimig. Ii. Ja, so, jetzt kommt ein bisschen Milch rein. Butter. Siehst du, habe ich nämlich auch vergessen. Ja, ist ein kleines Stück. So. Ein bisschen Butter. Und dann wird es gestampft. Jetzt kommt noch ein bisschen Muskatnuss dazu. Ein bisschen Pfeffer. Kann man dazu machen, muss man nicht. Geworden. Ja, also, dann passt doch. Dunkler, lecker. Ja. Und jetzt ab auf den Teller und ab in den Hals. Genau. So, Leute, hier wäre der fertige Köttbullar-Teller. Ja, und dann
Ab in heiß. Probier alle. So. Leute, es ist so lecker. Wir sehen uns nachher nochmal zum Fazit. Hallo, du da unten. Na, Großer. Lecker hast du gekocht. Das ist schön. Essen war richtig, richtig lecker, aber jetzt stelle ich die Kamera trotzdem ein bisschen runter. Ja, die kleine Frau der Welt. Ja. Also, die Köttbula, richtig lecker mit der Soße, wunderbar. Und die Preiselbeeren, nicht ja vergessen. Also, es kann es gar nicht sein. Danke, dass du so lange in der Küche gestanden bist, um das zu machen. Kein Problem, mache ich doch gerne. Herrlich. Leute, macht es nach, ihr werdet es nicht bereuen. Definitiv. Richtig. In diesem Sinne, Tschaikowski. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.